So, YouTube. So, die Fähigkeiten-Spezialisierung. Du kannst Fähigkeiten zusätzlich Fertigkeiten geben. Öffne den Reiter Fähigkeiten-Spezialisierung. Okay, machen wir. Haben wir. Oha. Noch mehr Optionen. Wähle die Fähigkeit aus, der du zusätzliche Fertigkeiten geben willst. Prüfe die Spezialisierungseffekte der gewählten Fähigkeit. Du kannst der Fähigkeit zusätzliche Fähigkeiten geben. Okay. Fähigkeiten Spezialisierungspunkte kannst du jederzeit mit der Zurücksetzen-Taste zurückerhalten. Okay. Wir haben 10 Punkte. Aber was ist jetzt hier? 1, 2 und 3. Langbogen, Langbogen, Langbogen. Okay. Waffenfähigkeit ist bei uns alles auf der 3, nicht? Ja, okay. Und was kann ich jetzt machen? Kollision. Angriffe während Strudel aktiv ist, haben eine Chance von 80% Kollisionsstößen auszulösen. Okay, Schadenserhöhung. Wenn ein Ziel, das durch mit Sturm belegt wurde, Stapel von Sturmverbrauch, bla 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 bla, okay, keine Ahnung. Wird ein Ziel mit Stapeln von Ziel angegriffen, wird ein Stapel von Ziel verbraucht. Wodurch die verbleibende Ablenkzeit pro Stapel um 6% verringert. Ich weiß, warum ich Magic the Gathering und sowas auch nicht gespielt habe. Ich finde sowas immer total nichts aussagen. Wird ein Ziel mit Stapeln von Ziel angegriffen? Was ist denn das? Wer soll denn das verstehen? Ein Ziel, verstehe ich, nicht? Ich habe einen Gegner mit einem Stapel von Ziel. Okay, da stapelt sich irgendein Stack anscheinend, der Ziel heißt. Super Benennung. Wird ein Stapel von Ziel verbraucht, keine Ahnung, wie man den verbraucht, wodurch die verbleibende Anklickzeit pro Stapel um 6% verringert. Also ich kann gar nicht fassen, was mir das hier überhaupt als Fähigkeit bringen würde, nicht? Also irgendwie nichtssagend. Deswegen einfach irgendwas freischalten, nicht wahr? Saugen, fesselnder Pfeil. Was machen wir denn oft? Beschuss mache ich ganz gerne. Singen die Natur zum Beispiel gar nicht. Wird die Anzahl der zusätzlichen Einsatz auf 2. Das finde ich zum Beispiel gut. Und ich kann es jederzeit aber wieder abwählen. Okay. Angriff? Nee. Und das löst beim Treffer Sturm aus. Bei 10 Stapeln kommt es zur Explosion. Okay, das ist zum Beispiel wieder logischer, nicht? Ich habe Sturm, das ich auslösen kann, das sammle ich und dann kriege ich Schaden. Das nehme ich jetzt einfach mal. Das kann ich jederzeit abwählen oder zusätzlich wählen. Okay. Interessant. Ansonsten habe ich nur Sachen, die 5 kosten. Ja. Nee, das kostet hier 3. Dann nehmen wir einfach. So. Wir haben auch noch hier irgendwelche Wachstumssteine. Können wir auch nochmal unsere Belohnung abholen. Das Lithografiebuch. Immer noch nicht ganz voll. Das hier brauchen wir immer noch. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal zurück zu einigen Orten, um die Sachen dann da zu bekommen, die wir brauchen. Verwandlung haben wir noch was Neues. Bei Gestalten wandeln können wir jetzt als Goblin schlechter rumlaufen. Nee. Im Codex. Great Rebellions. Bla bla bla. Was? War viel zu schnell. Bücher haben wir gesammelt. Hier. Ach, im Kapitel 2. Okay, wartet mal. Das hier ist alles nur in der Nähe der Stadt. Die 32 Dinger. Die hier sind alle in der Ruine in der Nähe. Oh. Okay. Aber lustigerweise haben wir ja 4, 5 Bücher eingesammelt. Die zählten noch hier rein. Na gut. Ein Kampfpass. Ja, irgendwelche Punkte. Alle Belohnungen. Auch wieder irgendwelche Strähnen und Staub. Ist wirklich für mich unnötig. Aber wir haben noch einen Wertepunkt. Der ist nicht unnötig. Ich würde erstmal Geschicklichkeit hochbringen.
Ja, das haben wir noch nicht gemacht, nicht wahr? Wurde uns aber auch noch nicht ans Herz gelegt, dass wir es machen sollen. Ich hätte gerne so eine Lese-Alles-Taste, die alle Punkte einfach abmarkiert. Dann auf zu ihr. Hallo, hallo, gute Frau. Die Verträge, die ich habe. Let's see. You've got some good contracts. Nice. Oh no. Ruby's at it again. Wer ist Ruby? Oh, that's my goblin friend over there, who's been pretty upset lately. I don't know what's going on. Okay. Wo ist der Goblin-Freund? Hallo, Ruby. Wir sind alle verloren. Nee, 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 das werde ich verhindern. Was ist los? Ja, ich greife sie an. Okay, beruhige dich. Was ist denn los? While I was wandering, I saw the Urstella clan collecting weapons. They said they were going to hunt humans. Okay, das ist schon blöder. I heard it clearly with my own two ears. If we don't come up with a plan quickly, we'll all die. I spoke to the watch captain, but he didn't believe me. Friend, hast du denn Beweise? Thank you. I hope the watch captain can trust you like family and come up with countermeasures. Okay, ich werde Beweise suchen und den Hauptmann der Wache treffen. Really? Oh, you give me hope, brother. You can find the watch captain at Red Moon Lake in Carmine Forest. Good luck. Okay, good luck. Naja. Welcome, welcome. Also, was haben wir hier? Sternruferstaub. Die Schamanen müssen wir eh angreifen. Die Schläger und die Schlechter. Die hängen eh alle zusammen rum. Dann können wir es auch zusammen angreifen. Dann gucken wir mal. Ist immer ein bisschen blöd, nicht? Man muss hier anklicken. Kann ich nicht hier irgendwie auf meine Aufgaben gehen? Symbolfilter, Filter, Zeitpläne. Was haben wir hier? Das ist um 20 Uhr das nächste Event. Okay. 21 Uhr. Achso, das sind die einzelnen Events, die stattfinden. Konflikt Cornelius, Frieden Tschernobok, Frieden Azrael, Gigantrit. Oh, das ist doch der große Fisch, der am Himmel fliegt, nicht wahr? Der ist geil. Er kommt alle paar Stunden vorbei. Okay. Was wollte ich jetzt gucken, wo wir dafür hin müssen? Dahin. Weil wir schnell reisen sollen. Oder was? Okay, wir gehen einfach mal da ran. Adventurers who challenge themselves shine. Nee, möchte ich nicht. Ich musste da nur ran. Aktiviere den Wegpunkt von den Ruinen des Sterns. Okay, ich muss es nochmal antriggern. Das ist ein bisschen doof. So, haben wir schon gemacht. Castleton Contract Manager Nars, you met with Elira, the contract manager at the Starlight Observatory Ruins. She said that she could use some help and suggested that you take on a contract. So, haben wir's? Sehr gut. Mystische Doppelaxt. Alles da und da. Gut, dann springen wir runter. 3, 2, 1. Flieg! Sehr geil. So, direkt aus dem Nix kriegt er auf den Ömmel. Gib mir deinen Knoblauch. Und
Noch ein Goblin schlechter. Was müssen wir eigentlich sammeln? Irgendwas. Oh oh, zwei auf einmal. Und weg. Sehr gut. Oh, der hat wirklich mal was fallen gelassen. Bisher war das mit dem Loot eher so nichts sagen in dem Spiel. Das fehlt mir auch ein bisschen, so dieses Loot-Gefühl, ich kriege bessere Sachen, weil ich Aufgaben erledige, ist noch nicht rübergekommen. Was anscheinend auch gar nicht wichtig ist, weil man das, was man einmal hat, einfach die ganze Zeit benutzen kann. Ist irgendwie auch gut, aber irgendwie auch schlecht, nicht wahr? Hat alles immer Vor- und Nachteile, sowas. Und danke für 2 markig Bewertungen. Wichtig heute. So. Und die Schamanen, die waren immer nur in diesem... Da hinten, in diesem Ding. Dann gehen wir da doch mal hin. Später wird es wahrscheinlich nicht so leicht sein, dass die alle gelb sind in den anderen Gebieten. Zack. Und dann müssen wir jetzt hier warten. Kann man sich hinsetzen? Gibt's sowas... Nee, das ist zurückteleportieren oder so. Sowas wie hinsetzen, Emotes. Da kann ich die Waffe wechseln. Wahrscheinlich über den Chat oder so. Oder hier, Gesten. Oh, da sind sie. Da, jetzt sitzen. So, erstmal ihn hier ausschalten. Und dann den guten Kämpfer. Wunderbar. Was brauchen wir noch? Was? Oh nein. Die spawnen aber schnell. So. Wird schon längst weg. Und schlechter brauchen wir noch ein paar. Und noch 2 Kämpfer. Und noch 2 Schläger. Oh. Neue Stufe haben wir erreicht. Sehr geil. Du. Und das Wildkraut nehmen wir auch noch mal mit. Heute auf jeden Fall mehr Kampf. Contract scroll to Elira, the contract manager of the Starlight Observatory ruins, and you've fulfilled the contract at her request. You can use the contract coins you received from fulfilling contracts to purchase items from contract coin merchants. Okay. Ich wollte irgendwas sagen. Sie hat mich wieder abgelenkt. Sie ist mir ins Wort gefallen. Frech. Und von denen auch noch ein paar. Und Kämpfer auch noch ein. 2 sogar noch. Ey, was willst du denn? Ey.
Sehr gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass einfach alle Sachen hintereinander nicht immer ausgelöst werden müssen und man gar nicht so richtig reinkommt in das, so wie im WoW, wann löse ich eine Fähigkeit aus, wann macht das Sinn? Man drückt einfach alles und irgendwie klappt's. Das ist so ein bisschen wie bei Tekken, wenn man keine Ahnung hatte und einfach auf dem Button alles gedrückt hat, nicht? Wird schon dann irgendwie geklappt haben am Ende. Ein bisschen schade. Ist ein bisschen zu simpel vielleicht. Vielleicht gibt es später schwierigere Sachen. So, jetzt haben wir alles erfüllt, oder? Sprich mit Lilara. Die ist da oben. Klettere zum höchsten Punkt. Das ist da oben. Und wir sollen vom höchsten Punkt von der Ruine dahin gleiten. Na gut, erstmal den Mondstein mitnehmen. Und dann können wir auch nochmal in die Stadt langsam zurück. Und dann können wir die ganzen Sachen auch nochmal einsetzen, würde ich sagen. Wir haben so viel geholt, gelootet, gefunden. Da müssen wir mal durchgucken, was macht Sinn. Was nehmen wir mit? Was lassen wir zurück, nicht wahr? Was ist das hier überhaupt? Unbekannter Zweck. Hm. Da ist noch ein Buch, wo alle stehen. Sehr gut. Das ist die weiße Krähe. Ist hier noch irgendwas versteckt? Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich oben auf den ganzen Sachen draufliegend oder so. Na. Okay, Lilara, Olira, Lilira. Ich habe den Vertrag erfüllt. Wow. Natürlich. Good. Don't forget, you can use your contract coins to buy goods from contract coin merchants. Castleton is the closest. So speak with the local contract coin merchant next time you're in town. Natürlich werde ich das machen. Welcome, welcome. Okay, keine Verträge mehr. Wir haben nur noch das hier. Sternstein. Wo soll das sein? Der ist gar nicht hier aufgelistet. Okay, wir sollen erstmal da runterfliegen. Dann machen wir das. So vom höchsten Punkt. Ah ja. Ich würde sagen, der ist hier. Und von hier können wir auch da drüben wohin fliegen. Ah, seht ihr mal? Manchmal braucht man nur eine andere Perspektive auf die Dinger und schon funktioniert's. Ist da sicher noch ein Ding. Hier kommt man auch direkt hoch. Da. Und kein Buch hier? Was? Okay, das ist auf jeden Fall der höchste Punkt, wo ich raufkomme. Aber der ist auch weiter weg als der da. Probieren wir's. Okay, wir haben hier ordentlich Aufwind.
Guten Tag. Das ist unser Wachposten. Warum bist du hier? Ich möchte zum Hauptmann der Wache. What brings you here? Ich habe Beweise für eine Goblin-Verschwörung. Who said that? Was it that goblin again? Don't wait. Ein schwarzes Herz besitzen, Vorderpfoten, Richtung Spinne? Verfluchte Goblins, diesmal haben sie sich mit Arcanum verbündet. Das schwarze Herz bezieht sich auf Arceum. Der zweite Teil bedeutet, dass sie angreifen wollen. Ich habe diesen Code vor 10 Jahren schon gesehen. Naja, gut. Dann weiß er Bescheid. Arceum und die Goblins wollen den Karmesinwald überfallen. Nur über meine Leiche. Geht schneller, als du denkst. Danke, überlass den Rest uns. Boah, kann ich gerne machen. Umso besser. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Erstmal Lager abchecken. Irgendwelche Bücher versteckt? Komm. Ihr lest ihr doch sicher, ihr habt doch sonst nichts zu tun. Trauriges Lager, nicht wahr? Can you please come this way? Ja, bitte. Ivo. The captain doesn't believe what that goblin says. It's because of something that happened 10 years ago. I don't know the details. Okay, sprich über den Plan der Goblins. Oh, the captain would believe me if there was any clear evidence. Okay. Aber wenn Goblins beteiligt sind, ist es gut möglich, dass es auch Arceum im Spiel ist. Ich habe Angst, dass Hauptmann Ruffalo sich hinreißen lässt. Na gut. Jetzt haben wir schon wieder was abgeschlossen. Wir machen also guten Fortschritt, würde ich sagen. Wir haben auch wieder Items bekommen. Wir haben hier auch irgendwelche Plattenbrustharnische. Die sind wesentlich schlechter als das, was wir anhaben. Aber unseres ist auch verbessert. Ich weiß nicht, ob der jetzt das Verbesserte oder das Grundding vergleicht. Was haben wir hier? Unvollständige Missionen. Lithografiebuch. Wir sammeln jetzt hier schon, aber die haben wir noch gar nicht. Oh, Codex. War auch wieder ein, zwei Bücherchen gefunden. Sehr schön. Und der Charakter ist noch ein Level aufgestiegen. Ich würde sagen, hier auf 20 und dann die Wahrnehmung. Dann sind wir da, glaube ich, erstmal auf einer guten Sache. Und jetzt würde ich auf Weisheit gehen die nächsten Male, nicht? So ein, zwei Mal könnte ich mir da gut vorstellen, dass das funktioniert. Na gut. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen durch den dunklen Wald? Oh, was da? Blutspinnenkönigin. Ah, easy, die machen wir. Welches Level hat die? 19, ich bin 17. Ist doch gar kein Thema, oder? Weiß ich nicht. Oh oh. Nee, nee, wir lassen das lieber. Das würde nicht gut ausgehen, denke ich. Wir nehmen ja die Kleine. Gibt's hier nicht einen Stein? Da hinten? Das ist der. Hier gibt's keinen Stein direkt. Okay. Müssen wir auch nochmal alles absuchen. Ich finde, das Gebiet ist nur ein bisschen größer. Da ist es schwieriger, alles so abzulaufen. Die anderen Sachen waren recht strukturiert, nicht? Der Strand, der war sehr flach. Das war sehr Dings. Das hat alles wunderbar funktioniert. Aber das hier hat sehr viele Ecken, Kanten, sodass ich nicht den Hauptüberblick habe. So,
Oh, wir gehen mal den schnellen Weg hier. Wenn er schnell wäre. Zack. Sehe ich genauso. Dann werden wir mal Ruby die gute Freudigkeit überbringen. Hallöchen. Ja. Das Schriftstück aus der Truhe. Possessing a black heart. Front paws to the spider. Is this what it says? Is this all? Es gab keins. This isn't enough. Goblins always write in three phrases. The last sentence is torn off. Oh oh. Das ist eine Falle. Komm, wir müssen den Hauptmann der Wache alarmieren. Okay, der Hauptmann der Wache ist bereits zum Kamesinwald aufgebrochen. Oh nein, nein, das ist übel. Was tun wir jetzt? Bei dem Tempo kann ich nicht einmal den Hauptmann der Wache... Oh, warte. Der einäugige Falke wird wissen, was zu tun ist. Okay, wer? Hanson Pillard, der ehemalige Hauptmann der Wache. Er ist wahrscheinlich am Kleinwachposten am Mutsichelsee. Wir müssen den einäugigen Falken so schnell wie möglich erreichen. Na gut. Ruby was perplexed after seeing the orders. Goblins always write in sets of three sentences. But the last sentence had been torn off and was missing. Ruby said that if you went to find Hanson, the former watch captain, he would help you find the torn pieces. Okay. Und ein schönes Steak für dich. Ah, ich pfeffer ihn schon mal, damit er besser schmeckt später. Going out at night? Welcome, welcome. Okay, nur den haben wir noch. Und wir müssen eh in die Richtung. Ich würde mal da runter. Weil hier waren wir noch nicht. Vielleicht sehen wir irgendwas. Aber sieht eigentlich gut entspornt aus. Gibt's auch keine Bücher. Da sind irgendwelche Liederfelder. Da freue ich mich schon, wenn wir da hinkommen. Ah, Mann. Dachte, ich kann dich noch austricksen. Oh, was ist das? Mondstein. Aber wo ist denn jetzt diese Aufgabe? Also das Ding hier. Das suche ich. Wo ist das? Was ist das? Wenn nur noch zwei Mondsteine von Ritual der Sternenlichtsteine übrig sind. Gib Sperrpulver in einen davon ab. Aber das ist doch ein Event. Oder? Merkwürdig. Vor allem, was sind Sternhaufen hier? Ich kenne nur die Dinger. Also nochmal. Da war eben alles auf asiatisch, nicht? Empfohlene Region für die Verträge. Pff, das ist nicht übersetzt da unten. Wenn du nur noch zwei Mondsteine von Ritual-Sternlichtstein übrig singst, wann ist das? Inhaltsdetails. Ich meine, die Sachen waren alle klar, nicht? Hier dieses Event mit den Wölfen, das war nämlich auch so markiert, deswegen denke ich, das ist ein Event. Aber sonst stand immer da, wann es losgeht. Hm.
Wir sind... Wo sind wir? Da. Also südlich von uns. Nee, wir sind da. Also sind wir genau drin und nördlich von uns. Aber wo soll ich denn das abgeben? Sternpulver. Zerstöre Sternlichtsteine. Ich sehe ja nur die Mondsteine, Lagerfeuer, Wildkräuter. Gut, es könnte sein, dass es um 20 Uhr anfängt, nicht wahr? Das könnte durchaus sein. Und dass dann die Sachen nämlich erst auftauchen. Na. Da dann. Warten wir. Dann machen wir so lange andere Dinge. Da. Sternstaub. Nee, da ist doch eine. Die gibt's nur ganz selten. Okay. Ja, das ist so ein Event, okay. Das heißt, da kann man dann während des Events die Sachen sammeln und dann muss man die abgeben. Das ist wie die Wolfsjagd. Das ist ein bisschen blöd, dass die... Das müsste hier stehen, Event hinter oder so, nicht? Oder winkt in die Zeit, wann geht's los? Startet in. Man hat eine Aufgabe und man weiß gar nicht, was es mit der auf sich hat, ne? Wenn man nicht wirklich weiterdenkt ein bisschen. Nervig. Also schlecht gemacht auf jeden Fall. Hier oben ist noch irgendwas. Nur weil ich seine Ritualgegenstände zerstört habe. Oh oh, das geht übel aus. Ich weiß gar nicht, wo Gesundheit oder sowas ist. Habe ich noch nie benutzt. Wir ziehen uns mal lieber aus dem Kampf zurück. Oh, oh. Da kommen sie. Aua. Puh. Knapp, knapper am knappsten. So. Ich habe nämlich sowas wie Tränke oder so habe ich auch gar nicht, nicht wahr? Was sind das hier? Angriffsheilmittel. Das klingt doch gut. Alle 2 Minuten. Was macht das? Es verstärkt den Angriff. Warum heißt das denn Heilmittel? Okay. Das ist wahrscheinlich eine falsche Übersetzung, nicht wahr? Was ist das? Erholungskristall. Gesundheit wieder her. Den hier brauchen wir. Das ist viel wichtiger. Und das ist Mana. Okay. Ja, der Angriffsheiltrank ist nicht das, was wir brauchen. Okay, und das stellt auch nicht wirklich viel her. Erholungskristall. Egal. Hands-on. Oha. What is it? This is a dangerous place and best avoided. Was ist denn ein gefährlicher Ort? Bist du der einäugige Falke? Well, some people call me that. No. Hier, ein Goblin-Schriftstück. Possessing a black heart. Those goblins colluded with Archaeum. Where did you get this document? Ja, weil ich es kann.
Lass mich die Situation noch mal erklären. I see. The last part is torn from this parchment. It means the order is about to be executed. But we don't know the details. How troublesome. Kannst du den letzten Satz finden? Oh, goblins always perform a special ritual before a major operation, sharing the details to their members. We might be able to find out what this is all about from the ritual. A goblin agitator is leading the ritual. We'll need to figure out the meaning of the final sentence. Ein Goblin-Aufwiegler, okay. Ich werde den letzten Satz suchen. Will you do that? Thank you. Come meet me here when you find the last piece. Oh, and watch out for the giant goblin butcher. So. Henson's expression hardened after reading the goblin's commands. The one-eyed hawk said that the fact the final sentence was torn off meant they were about to carry out the mission. Henson said, you must hurry to find the missing sentence. Finde ich gut, aber das machen wir in der nächsten Folge.